Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, es gibt so viele Magic-Karten, dass man gar nicht alle kennen kann. Und deswegen haben wir in dieser Videoreihe die besten Magic-Karten ihrer Art. Immer Vorstellungen eines Kartentyps. Und dieses Mal, ich gebe einen Tipp. Was meinst du, was ist es? Die besten Insekten. Richtig. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Da sind wir wieder. Ja, wir haben euch wieder viele Magic-Karten mitgebracht. Tatsächlich ist auch die besten Insekten ein gewünschter Type. Ne? Also von euch aus den Kommentaren rausgegriffen. Grüße gehen raus. Ne? Also das ist ein Mitmachformat, wenn ihr Lust habt und euch schon durch die 80 Folgen, über 80 Folgen, die wir schon gemacht haben, durchgesuchtet habt und merkt, das fehlt noch, dann schreibt es in die Kommentare. Wir lesen entsprechend mit, ne? Und dann kommt vielleicht auch euer Wunsch demnächst im Video. Aber richtig. Ehe es in die Insekten reingeht, erst Krone vorweg, es gibt natürlich wieder eine Verlosung von Ultimate Guard, ne? Und da gibt es nämlich richtig was Schönes, nämlich hier ein Boulder Return to Earth 100+. Und das Schöne ist natürlich in grün, ja. Weil wo leben Insekten? Im, im Wald, in der Natur. In der Natur. Ja, ne? Und deswegen hier, kann man essen, ich beiß jetzt nicht rein, ne? Aber der ist halt gefertigt. Aus 97% nachwachsbaren Rohstoffen. Nachwachsenden Rohstoffen, nicht nachwachsbar. Nachwachsenden Rohstoffen, also richtig schöne Sache. Ne? Auch in Deutschland. Richtig gut. Ne? Also da ist Ultimate Guard sehr umweltfreundlich dabei. Und dazu gibt es dann auch natürlich in grün, haben wir gesagt, mal ein grünes Package hier, heute mal grün unterwegs. Cortex Sleeves in matt. Ne? Ja. Und da haben wir schon mal die Xira Arien, stellen wir gleich nochmal vor, als erste Karte im Sleeve und so passt sie rein. Ihr seht, von der Rückseite ist auch alles blickdicht, schöne Sache. Ja, und das Päckle könnt ihr gewinnen, wenn ihr lucky in der Verlosung seid und an der Verlosung nimmt ihr teil, indem ihr was macht? Den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Richtig, so, dann richtig. Fliegen die beiden schon mal an die Seite. So. Und dann geht's rein hier in die Karten. Du hast mal wieder die Tiefen des Trader-Kellers durchstöbert und hast jetzt hier Karten rausgesucht. Bin auch sehr gespannt. Ich kenne sie noch nicht. Ne? Bin sehr gespannt, was du da rausgesucht hast. Wenn ihr selber bei Trader vorbeikommen wollt, mal ein bisschen Commander zocken wollt, weil damit kann man sich ja ein super Commander-Deck bauen, schaut mal auf die Webseite unterm Reiter Events. Habt ihr entsprechend da immer die Tickets für den Folgemonat immer zur Mitte des aktuellen Monats online. So, jetzt aber. Jo. Kommen wir erstmal mit einer schönen alten Legends-Karte. Ne? Die so ein bisschen so, da seht ihr auch, dass die Wordings sich ändern, weil damals hieß die Xira Arien hier Summon Legend, ne? Aber mittlerweile ist die praktisch renamed, weil die können die Karten ja nicht neu drucken und dann zuschicken oder so, also die zählt als Insekt, ja. Ne? Als legendäres Insekt. Grün, rot, schwarzes Mana, 1, 2, fliegend und entsprechend für grün, rot, schwarzes Mana und tappen zieht ein Zielspieler eine Karte. Das war damals stark. Heute ist das so, ja. Doch, sie wird doch auch immer noch gerne gespielt. Die kann man gut als Commander nehmen. Die ist ja entsprechend günstig. Ne? Und das Commander-Format ist auch das beliebteste Magic-Format. Aber jetzt geht's mal und auch weiter. In den drei Farben. Okay, du kannst mittlerweile auch schon da ziemlich gut Karten ziehen. Früher war natürlich so blau die Karte, die Farbe, wo du die Karten gezogen hast. Aber ist immer trotzdem noch eine sehr, sehr schöne Farbe halt, wie du schon gesagt hast, ja. Für diese Farbkombination. Ich bin auch ein Fan von dem Oldschool. Ne? Natürlich. Ja. Bann alles Lebens. Für zwei beliebige und zwei schwarze Mana eine 4-3 Insektkreatur mit Morph für X und zwei schwarze. Heißt also, du kannst diese Karte verdeckt für drei Mana als eine 2-2 Kreatur wirken. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Morph-Kosten auf. Wenn der Bann alles Lebens aufgedeckt wird, erhalten alle Kreaturen minus X bis zum Ende des Zuges. Ja, der ist praktisch. Da kann man schön rumspielen und ich mag das auch, wenn du so geheime Karten hast. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses verdeckt was spielen, da gibt es damit halt auch viele, viele Karten. Haben wir eigentlich schon mal die besten verdeckten Karten gemacht? Nee, das wäre auch noch eine Sache. Ne? Können wir auch noch mal gucken. Ja. Oh, weiß ich gerade gar nicht. Wir haben schon so viele so Folgen gemacht, aber kann ich dir nicht sagen. So, Anstachlerameise ist das nächste Insekt und da ist der Name Programm. Ein rotes und zwei Mana, 2-2. Zu Beginn deines Endsegments kann jeder Spieler 2+1+1 Marken auf eine Kreatur legen, die er kontrolliert. Stachle jene Kreatur an, auf die auf diese Weise Marken gelegt wurden. Und das bedeutet, bis zu deinem nächsten Zug greifen jene Kreaturen in jedem Kampf an, falls möglich, und greifen einen anderen Spieler als dich an, falls möglich. Das ist eine Karte, die kommen auch hier aus dem Commander-Deck. Die Capenna-Commander, das seht ihr immer hier, NCC, unten steht es links in der Ecke.
Haben wir schon mehrmals im Spiel gesehen. War auch schon in vielen Commander-Decks drin, aber ist immer eine witzige Karte. Ist richtig gut, also, ist richtig gut, ne? Weil das ist immer, die kann man immer sehr, sehr gut reinbringen. Also auch generell, auch die Deckvorstellung, die Kartenvorstellungen hier sind auch immer so für Küchentisch-Magic, ne? Also das ist, wie ich sagte, oder für Commander, also einfach für Multiplayer sagen, einfach viele Karten spielen, ne? Und die ist sehr, sehr cool, weil ja, man selber wird dann gar nicht angegriffen und alle leveln sich dann so hoch. Richtig. Und kloppen sich dann, ne? Das ist also wirklich richtig, eine richtig coole Karte. So. Die durchgedrehte Milbe. Für einen Mana ist es eine 1-1 Artefaktkreatur Insekt. Wenn sie stirbt, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Und für ein grünes Mana kann man sie auch opfern. Also dadurch stirbt sie ja natürlich auch. Schicke ein Nicht-Kreaturen-Artefakt oder eine Nicht-Kreaturen-Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Sehr starke Karte. Ja. Sehr starke Angabe. Wird auch ist viel halt gespielt. Einfach, ne? Richtig, genau. Kannst du halt einfach es super verwenden. Ne? Irgendwie ein Mana ausspielen, hast theoretisch einen 1-1er Blocker, der irgendwo dick gegenrennen kann. Und dann kannst du darauf noch irgendwie auf Free Spons opfern, heißt also, sie hat noch geblockt, opferst sie aber noch, kriegst noch 2 Lebenspunkte, zerstörst noch ein Artefakt, macht einfach viel. Mhm. Ja, also für die Kosten super. So, Schaltkreis Lötroboter. Wir sehen, das sind hier Artefaktkreatur-Insekten, ne? Ja. Also auch spannend für 3 Mana 2-3. Wenn er ins Spiel kommt, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu und wenn er das Spiel verlässt, ziehst du eine Karte. Und das Schöne ist, dass man mit Artefakt auch immer wunderbar auch hin und her so rumspielen kann. Ne? Ja, der ist natürlich auch immer super, wenn du ihn halt mit den ganzen aus dem Spiel rausnehmen, wieder ans Spiel zurückbringen Effekten. Ne? Weil du kriegst halt immer 2 Lebenspunkte und siehst eine Karte und das immer wieder. Darum eine also tolle Kombokarte. Hier eine Karte zum Flickern. Ja. Nessischer Atlaskäfer. Für ein beliebiges, ein grünes Mana 2-2 zu Beginn des Kampfes in deinem Zug. Und falls du eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, lege eine +1/+1 Marke auf den Nessischen Atlaskäfer. Ja, da habe ich auch gegen gespielt. Boah, den musste ich einfach reinpacken, weil ich liebe den so sehr. Ne? Also früher, als wir noch irgendwie Draft oder Seal gespielt haben, das war die Karte. Aus Jenseits des Todes, ja. Also wir bieten das im Training Card Superstore natürlich immer noch an, klar. Nur ne, ihr drückt euch ein bisschen weg gerade, ne? Ja, ja, das ist ja, ne? Aber schön ist, ja. Wie ihr seht, wir stellen gerade die ganze Zeit hier silbernes Editionssymbol, heißt, die Karte ist ungewöhnlich, ne? Oder das sieht man hier auch an dem kleinen U, sprich die Insekten sind nicht so teuer. Also wenn man sich die einzeln zusammenbestellt, dann kosten die nicht viel Geld. Und jetzt geht's hier mal, oh ja, die Karte ist halt auch auf der Rückseite ist ein Insekt. Ne? Ja, also geheime Stürmer haben wir tatsächlich schon in mehreren Kategorien drin gehabt. Für ein blaues Mana 1-1, ein Menschzauberer. Zu Beginn deines Versorgungssegments. In Menschen, in Zauberer, in Insekten und in Umdrehkarten. Und in Blau. Zu Beginn deines Saisonsegments schaust du dir die oberste Karte in deiner Bibliothek an. Du kannst die Karte offen vorzeigen. Falls auf diese Weise eine spontane Zauberdeckerei-Karte vorgezeigt wird, transformiere den Geheimnisstöberer. Das passiert natürlich sehr, sehr schnell, gerade unter Blau. Und dann ist da das Insekt, nämlich die Insektenscheußlichkeit, mega stark. 3-2 fliegen. Bam. Ja. Das für einen Mana. Also super. Insekten können auch fliegen und so. Die ist halt einfach super. Das ist auch wirklich eine sehr starke Turnierkarte. Ne? Ja. Gab es ja, gibt's ja auch schon ziemlich lange und wurde halt jetzt hier in Mitternachtsjagd. Ist ja auch noch gar nicht so alt. Da haben sie wieder halt. Ne? Dimir Abhörwanze. Für ein blaues und ein schwarzes Mana. Also auch schön in den Dimir-Farben. 1-1. Fliegend bedrohlich. Heißt also, kann ich geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Und immer, wenn du Überwachen anwendest, lege eine +1/+1 Marke auf die Dimir Abhörwanze. Überwachen ist ja auch ähnlich wie Hellsicht, sag ich jetzt mal. Also du guckst dir die oberste Karte in der Bibliothek an und kannst entscheiden, ob sie oben drauf bleibt oder in deinen Friedhof geht. Ja, da müsst ihr natürlich das Kombo entsprechen, dass ihr viele unter blaue Karten damit überwachen ins Klar. Deck reinschmeißt. Ne? Genau. So, Dozent der Perfektion ist ein Insektenschrecken, der für 5 Mana 5-4 ist, fliegend und immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, bringe einen 1-1 blauen Mensch-Zauberkreatur ins Spiel. Falls du dann 3 oder mehr Zauberer kontrollierst, transformiere den Dozenten der Perfektion und dann wäre es ein Eldrazi-Insekt. Oh, das ist ja auch Eldrazi-Fans. Eldrazi-Fans. Ja, ja. So, fliegend 6-5 Zauberer, die du kontrollierst, +2/+1 zusammen Flugfähigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber deiner nächsten Reihe wirkst, bring einen 1-1 blauen Mensch-Zauberer-Kreaturen-Spiel, die dann natürlich auch hier +2/+1 und Flugfähigkeit haben. Also 3-2. Strong. Das ist auch echt cool. Stark, ne? Ja, also, richtig gut. Richtig gut. Ja, eine tolle Karte. Ja, ja. Riesiger Adephaga für 5 beliebige und 2 grüne eine 7-7 Kreatur mit Trampelschaden und immer wenn der riesige Adephaga einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie
des riesigen Adephagas ist. Das ist so böse. Weil die hat ja auch Trampeln. Das heißt, die macht, in der Regel macht die dann eigentlich immer auch irgendwie Schaden und dann eine Copy und dann, also man das kann man so unglaublich leicht unterschätzen. Ja, weil wenn die einmal anfängt, sich zu kopieren, dann wird das eine absolute Plage. Insekten, da sind immer viele. Ja. Oh, Hünsenkönig ist auch schön. Ja, die habe ich auch einfach reingepackt, weil es auch so ein Klassiker ist. Ne? Ja. Die kostet natürlich irgendwie richtig hart grün, so 3 grüne und 4 Mana, aber das kriegt ihr in grün alles hin, kein Problem. Ne? Dann auch für 7 Mana ist die 2-2. Strong. Fliegend, aber Todesberührung. Ne? Das heißt, eine beliebige Menge Schadenspunkte, die sie einer Kreatur zufügt, sind ausreichend, um diese zu zerstören. Die müsst also einmal ein bisschen ein Stückchen Schaden und dann... bis tot. So, und das Schöne ist aber, wenn sie ins Spiel kommt, bringe 4-1-1 grüne Insektkreaturen Spielstand mit Flugfähigkeit und Todesberührung ins Spiel. Und das ist dann so, hat man so eine Defense-Wand, weil dann auch irgendwie die Drachen oder irgendwas oder so alle Angst haben, weil die kleinen Insekten, die haben den Stich des Todes. Ne? Und das sind halt fies, Super gut. Und ist auch nicht so aggressiv nach vorne, sondern so ein bisschen auf Verteidigung und so. Ne? Das finde ich ist fürs Commander-Spiel auch eine gute Sache. Genauso wie das Hornissen lässt. Ja, die kommen auch beide aus der gleichen Edition. Richtig, genau. Für 2 beliebige und ein grünes ist es Insekt 0-2 mit Verteidiger, heißt also die Kreatur kann nicht angreifen. Und wenn dem Hornissennest Schaden zugefügt wird, bringe entsprechend viele 1-1 grüne Insektkreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit und Todesberührung ins Spiel. ist halt aber auch, wenn das Nest halt gegen so einen 12-12 war, dann kriegst du halt auch 12-1-1. Genau. Halt also das ist einfach so, wo der Gegner sich dann schon überlegt, greife ich jetzt an? Da will man auch kein Lieblingsfeld drauf verschwenden oder sonst irgendwas. Ne? Das ist einfach so, ja. Kann aber auch natürlich sein, dass du selbst irgendwie immer sagst, guck mal, ich schieße einen Schaden drauf. Ne? Das gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ja. Damit zu spielen. Ja. Katrill, Verzerrer der Aspekte. Jetzt mal wieder hier so eine schöne Commander-Karte aus Commander 20, weil die damals weiß, schwarz, grün und 2 Mana, Nachtmahl-Insekt 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, lege eine Fliegendmark auf eine beliebige Kreatur, die du kontrollierst, falls eine Kreaturenkarte in deinem Friedhof Flugfähigkeit hat. Wiederhole diesen Vorgang für Bedrohlichkeit, Doppelschlag, Erstschlag, Fluchsicherheit, Lebensverknüpfung, Reichweite, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, Wachsamkeit sowie das Verursachen von Trampelschaden. Lege dann für jede Marke, die auf diese Weise auf eine Kreatur gelegt wurde, eine +1/+1 Marke auf Katrill. Oh, ja, da kannst du auch ganz böse Sachen machen, indem du deinen Friedhof natürlich entsprechend voll machst. Ne? Ja. Und dann halt die ganze Fähigkeit da kopieren kannst. Okay. Lustig. Lebendes Insektennest für 6 beliebige und 2 grüne. Also sehr teuer, 6-6 mit Trampelschaden. Und immer wenn das lebende Insektennest einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe genauso viele 1-1 grüne Insektkreaturenbestände ins Spiel. Das ist strong. Ja. Das ist strong. Richtig. Ja. Also das hat aber musst du natürlich auch erstmal ein Spiel bekommen, ne? Also ist hart teuer, aber. Ja, das ist eine witzige Karte. Unter grün hast du so viel Mana-Ramp, ne? Kriegst du schon hin. Ne? So, Krenkos Surmalma. Für 2 und 2 rote, 4-4, ein Insekten-Topter, Fliegen, Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, zerstöre für jeden Spieler bis zu einem Nicht-Standardland, das jener Spieler kontrolliert. Für jedes auf diese Weise zerstörte Land kann sein Beherrscher seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Kann aber auch sehr, sehr fies sein in Commander. Ne? Da gibt es ja viele fiese Länder wie. Ja, du kannst. Die Karte macht relativ viel und geht ja auch gegen alle. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und die Idee finde ich auch richtig, richtig gut. Die leuchtende Brutmotte für 2 beliebige und 2 weiße. 3-4 mit Fliegen. Die ist auch super hier. Ikoria, auch ein tolles Set gewesen. Immer wenn eine nicht fliegende Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bringe sie mit einer Fliegendmarke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ja. Also so eine verdammt starke Karte auch, ne? Ja, weil Flugfähigkeit ist auch einfach allgemein mächtig. Ja, aber du wolltest ja praktisch, dass all deine nicht in die Kreatur alle so ein Regenerationsschild haben. Das ist ja total krass. Kommt alle nochmal wieder. Und 3-4 Fliegen kannst du ja besser. Auch noch. Ja, deswegen. Total heftig. Die ist super. So. Masirek, Kraul, Todespriester. 3 schwarz-grün, 2-2 dafür nur, legendäre Insektenschamane fliegend. Immer wenn ein Spieler eine andere bleibende Karte opfert, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Oh, schön. Ist auch ein starker, kann man auch gut als Commander spielen. Ne? Ja, den finde ich auch richtig gut, weil gerade unter Schwarz ist es ja so, dass man auch viele Opfereffekte hat, wenn man zum Beispiel im Multiplayer irgendwie sagt, so auch günstige Karten, so jeder Spieler opfert eine Kreatur. Ja. In den Farben spielst du ja sehr viel mit Opfern und dann aus dem Friedhof spielen. Ja, also, super. Ja. Zuerst so eine alte Karte wieder.
Phantom Nantuko für 3 Mana 0-0 verursacht Trampelschaden. Wenn er kommt mit 2+1+1 Marken ins Spiel. Falls dem Phantom Nantuko Schaden zugefügt werden würde, verändert den Schaden in Ferne eine +1/+1 Marke vom Phantom Nantuko. Tappen, lege eine +1/+1 Marke auf den Phantom Nantuko. Ja, und man kann natürlich auch auf andere Arten und Weisen. Wir haben euch auch schon mal die besten Markenmechaniken vorgestellt. Da kann man auch ganz, ganz toll mit Marken arbeiten oder Marken verdoppeln und was nicht alles. Also Marken ist immer eine tolle Sache. Ne? Und schön ist ja auch, dass er sich hier auch selber Marken legen kann. Ne? Das kann man ja auch zum Beispiel am Ende des gegnerischen Zuges machen oder so und so weiter und so fort. Ja. So, Phyrexianischer Schwarmführer. Jetzt wieder was Böses Phyrexianisches. Für 2 Grüne und 4 Mana, 4/4 Insektschrecken, aber mit Infizieren. Das heißt, diese Kreatur fügt Schaden in Form von -1/-1 Marken für Kreaturen und von Giftmarken für Spielern zu. Ja. Und wenn man 10 Giftmarken hat, dann ist man dope. Auch in Commander übrigens. Ja. Ne? Auch sehr stark, ja. Bringe zu Beginn deines Versorgungsmoments für jede Giftmarke, die deine Gegner haben, einen 1-1 grünen Insektkreaturenspielstand mit Infizieren ins Spiel. Allgemein finde ich auch Infizieren ist eine tolle Fähigkeit. Es gab ja jetzt nochmal im neueren eher toxisch, ne? Das ist ja auch ähnlich gewesen. Aber Infizieren sagt halt noch, dass -1/-1 Marken auf Kreaturen, was auch noch sehr stark ist, halt auch um Unzerstörbarkeit herum spielt. Ja, hier wird halt der Schaden in Form von gemacht. Und bei toxisch hast du halt auch noch den Schaden als solches. Ne? Und hier ist dann praktisch stattdessen. So. Genau. Schildkäfermod ist die nächste. Richtig. Für ein grünes Mana 1-1 zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du 5 oder mehr Länder kontrollierst, lege 4+1/+1 Marken auf den auf die Schildkäfermod. Ja. Einfach ein super Mana-Drop. Ein Mana-Drop, das ist richtig gut. Ne? Einfach so, zack. Ja, die Schildkäfer sind super. Ja, Schildkäfer. Die Meute und den Schwarm. Schildkäfer-Schwarm ist dann mal wieder crazy. Grün und 2, 1-1 mit Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 grünen Insektkreaturenspielstein. Falls du 6 oder mehr Länder kontrollierst, erzeuge stattdessen einen Spielstein, eine Kopie des Schildkäfer-Schwarms ist. Und dann geht's nämlich richtig ab. Ja. Weil der sich dann ja immer weiter kopiert. Ne? Ja. Also, ihr habt es verstanden, ne? Mit dem Kopieren. Also, ja. Ja. Ja, man hat dann 2 und dann hat man dann, wenn man erzweit, hat man dann 4 und so weiter und so fort. Richtig. Mhm. Monströse Haut Irritationen. Ja, auf dem Rücken, das juckt. Ja. Ein Parasit. Mhm. Für ein rotes Mana, eine Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur greift in jedem Kampf an, falls möglich. Wenn die verzauberte Kreatur stirbt, bringe die monströse Hautirritation transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Mhm. Okay. Lustig, ne? Und dann ist es einfach. Ein 3-4 Insekt. Ja, ein monströser Dermasit. Achso, ja, stimmt, genau. Ne? Auch ein Fernsehen. Und generell so Verfluchen und so ist auch ganz toll. Ja. Wir haben euch auch schon mal die besten Flüche vorgestellt. Also einfach so richtig, da ist jetzt ja kein Fluch, das ist ja eine Verzauberung jetzt so gesehen. Aber einfach so böse Sachen, die halt drauflegen. Auch einfach schön im Ankampfbereich hier. Für ein rotes Mana kriegst du theoretisch am Ende einen 3-4er raus. Und damit kannst du ja gut auf eine Kreatur spielen, irgendwie vom Gegner, die ja hinten halten möchte, weil die irgendwie seinen Kreatur +1/+1 gibt oder was auch immer. Dann muss die immer angreifen. Und wenn du Commander spielst, heißt es ja auch nicht mal unbedingt, dass er dich die ganze damit angreift. Ne? Also, wir werden sehen. Frühlingsherz Nantuko ist die nächste wieder jetzt mit Grün und 1. Sehr frisch, Mönch 1-1, ja. Aus Modern Horizons 3, ganz frisch. Yo. Göttergabe Grün und 1. Was ist denn jetzt Göttergabe nochmal? Dass du sie auch als Ausrüstung spielen, eine Verzauberung spielen kannst. Ah ja, also als genau. Das ist eine Verzauberungskreatur, genau. Die verzauberte Kreatur hält +1/+1 und Landung, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du grün 1 bezahlen, falls der Frühlingsherz-Nantuko an einer Kreatur, die du kontrollierst, angelegt ist. Falls du dies tust, erzeuge ein Spielstein, eine Kopie jener Kreatur ist. Falls du auf diese Weise keinen Spielstein erzeugt hast, erzeuge ein 1-1 grün Insektkreaturenspielstein. Genau. Okay. Ja, da könnt ihr ja auch, das ist das Gute, mittlerweile kann man die ganzen Effekte ja auch googeln, ne? Weil hier ist es dann ja auch einfach so gar nicht mehr erklärt. Ja, weil da auch einfach mittlerweile so viel auf der Karte draufsteht. Ja, okay, ne? Stimmt. Frühlingslaubrecher für 3 beliebige und 2 grüne Mana, eine 6-5 Kreatur mit Ninjutsu, gibt's auch bei den Insekten hier. Für 4 Mana bringe also einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück. Bringe diese Karte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Immer wenn der Frühlingslaubrecher einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus
deinem Friedhof deiner Hand zurück. Ja, und er hat natürlich auch 6-5, ne? Ja. Also Nils, also wir haben ja praktisch da irgendwie auch sehr, sehr schön, irgendwie man kommt da mit so einem kleinen irgendwie... Mit so einem 1-1-1-Sekt halt durch, mit so einem 1-1-1er irgendwie so durch oder was. Und dann kannst du sagen, ha, ich tausche den mal aus, zack, zack, gegen den 6-5er. Ja. Ne? Und ja, lustig. Also die besten Ninjas haben wir euch auch schon vorgestellt. So viele, also Nils, so eine super Fähigkeit. Auf und jeden Fall. Da ist mir aber entfallen, dass du auch in den Insekten-Ninjas hast. Fantasy. Richtig. Fantasy. So, Vorapet ist wieder basic. Ne? Ja. Drei Grüne und zwei, einfach ein Insekt. 5-4, Wachsamkeit, Trampelschaden. Tappt also nicht beim Angriff und ist unverwüstlich. So, fertig. Ne? Wenn diese Kreatur stirbt und falls keine +1/+1-Marke auf ihr lag, bringe sie mit einer +1/+1-Marke unter deiner Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Dann ist sie also dann 6-5 und einfach so richtig für dich so drauf. Ne? Einfach die ganze Zeit draufhauen. Ne? Ja. Am Anfang haut sie halt die ganze Zeit drauf, bis sie stirbt und dann haut sie trotzdem noch weiter drauf. Genau. Bis sie wieder kommt. Wunderbar. Wischgras, die Schwarmbringerin, hier auch ein Sekundär-Commander aus dem Commander-Deck hier. Mhm. Für zwei beliebige ein weißes, ein schwarzes, ein grünes, 3-3. Ich habe ihn jetzt mal in der Nicht-Voll-Variante mitgebracht. bedrohlich und toxisch 1. Hier haben wir es auch nochmal. Spieler, denen von dieser Kreatur Kampfschaden zugefügt wird, erhalten außerdem eine Giftmarke. Mhm. Wenn Wischgras ins Spiel kommt, erzeugst du 3-1-1 farblose Phyrexianer Milbe-Artefakt-Kreaturen, spielst du eine mit toxisch 1. Diese Kreatur kann nicht blocken. Und erhält +1/+1 für jede Giftmarke, die deine Gegner haben. Ja, also es ist wirklich auch für das Commander-Matchup ist Gift auch immer ein ganz, ganz gefährliches Deckthema. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, mit der Karte habe ich mir auch ein Deck gebaut. Mal damals, als wir Modern Horizons 2 gefeiert haben, haben wir das Deck zugebaut. Also ja, auch die Duelle sind noch online. Sabas, die Glimmerwespe. Das Deck fand ich auch richtig cool. Für einen Mana legendäre Artefakt-Kreatur Insekt 0-0, aber mit Bausteine 1. Und Bausteine haben wir hier erklärt. Ich kann mal an einer anderen Karte mal eben kurz mitnehmen. Da haben wir nämlich hier den Lichtbogen-Prototyp. Aber egal, einfach nur Bausteine hier. Diese Kreatur kommt mit 2+1/+1 Marken ins Spiel. Wenn sie stirbt, kannst du ihre +1/+1 Marken auf eine Artefakt-Kreatur deiner Wahl legen. Das ist ein sehr, sehr cooles Deckthema, weil man dann einfach da, hat auch richtig also Bock gemacht zu spielen, wenn die Glimmerwespe sterben würde, kann ich halt den Baustein woanders drauflegen. Und, genau. So. Und dann schiebt man die immer so von links nach rechts und zack, zack und sonst irgendwas. Ist halt total gut. Ja. So, falls durch eine ausgelöste Bausteinefähigkeit ein oder mehrere +1/+1 Mark auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt würden, werden stattdessen so viele +1/+1 Mark auf sie legen. Deswegen will man Sabas auch dann, wenn man Bausteine spielt, im Play haben. Aber man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, Bausteine ist auch eher so eine Fähigkeit, die noch gar nicht so oft in Magic vorkam. Ne? Also ja, aber du kannst dich ein cooles Deck damit bauen. Kleiner. Also ja, das stimmt. Deck ist super. Also Deckvorstellungsvideo ist noch online auf dem Kanal. Sucht einfach mal. Ihr könnt ja auf dem Kanal auch immer suchen. So, für Rot zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst. Und um entsprechend die Bausteine freizuschalten, weil man fragt sich sonst, was soll das? Aber dann werden ja die Bausteine frei. Und weiß, Zabas, die Glimmerweste erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Unverständlich, dass die nicht alleine fliegen kann. Ne? Ja. Schwach. Hexener Parasit, ja, müssen die Flügel halt geölt werden hier. Ja. Ne? Für ein Mana, eine 1-1-Kreatur mit X und ein schwarzes phyrexianisches Mana als zusätzliche Kosten. Also entweder ein schwarzes Mana bezahlen oder zwei Lebenspunkte. Entferne bis zu X Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl. Für jede auf diese Weise entfernte Marke erhält der Hexener Parasit +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Okay. Ist auch einfach schön, weil damit kann man ja auch die Marken von den Gegnern entfernen, ne? Von den gegnerischen Kreaturen. Ja. Ups. Um sie einfach loszuwerden. So, ich habe jetzt wieder eine alte Karte. Triss, erster Nantuko. Auch wieder 7 Mana. Das war damals auch schon richtig teuer hier. 5-5. Und für Grün und Tappen eine Kreatur, dann erweitert +5/+5, bis wenn es zu ist. Ist halt auch einfach immer gefährlich, weil dadurch kann halt auch der 1-1-Insekt plötzlich 6-6 werden. Ja, aber natürlich hat man mittlerweile einfach, da siehst du den Power Creep in neueren Karten, da können die halt einfach schon deutlich mehr. Ne? Das ist halt so eine Funny Rare, so ein bisschen auffüllen, so nach dem Motto, weil man sieht jetzt halt einfach ein großes Insekt, so, ne, ganz klar, darf jetzt hier mal nicht fehlen, aber der war damals jetzt hat damals schon nicht zu den besten Karten gehört. Ach, die ist aber der gut. Hat natürlich Style. Richtig. Genau. So, Grist hat auch Style, gefressige Larve, für ein grünes Mana auch hier ganz neu, 1-2 mit Todesberührung. Und immer wenn Grist, gefressige Larve oder eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls sie aus deinem Friedhof ins Spiel gekommen ist oder du sie aus deinem Friedhof gewirkt hast, kannst du ein grünes Mana bezahlen. Falls du dies tust, schicke Grist ins Exil und bringe sie dann transformiert unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Mhm, mh. Dann haben wir auf der anderen Seite
Grist der Seuchenschwarm kommt mit 3 Loyalitätsmarken ins Spiel. Ist dann ein Planeswalker dann? Richtig, für plus 1 erzeuge einen 1-1 schwarze und grüne Insektenkreaturen-Spielstein. Dann minst du 2 Karten, lege eine Todesbringungsmarke auf den Spielstein, falls auf diese Weise eine schwarze Karte gemeldet wurde. Für minus 2 zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Und für minus 6 erzeuge für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen Spielstein, der eine Kopie von ihr ist, außer dass er ein 1-1 schwarzes und grünes Insekt ist. Ja, also so der. Grist ist halt einfach der Insekt Planeswalker. Ne? Ja, genau. Auch cool. Ne? Und ja. Hier haben wir ihn dann auch nochmal so als klassischen Planeswalker. Aus MH2, das ist ein Modern Horizons Set davor. Ja. Grist, die Flut des Hungers. Ne? 1 schwarz und grün. 3 Loyalitätsmarken kommt da rein. Und solange Grist, die Flut des Hungers, nicht im Spiel ist, ist sie zusätzlich zu ihren anderen Typen eine 1-1 Insekt-Kreatur, damit ihr die zum Beispiel aus dem Friedhof irgendwie rausholen könnt oder irgendwas. Oder sie zählt halt entsprechend irgendwie mit, falls irgendwas gezählt wird. Ja, oder halt aus der Bibliothek. Ne? Ja. Ja, genau. Plus 1. Solange ein bringe einen 1-1 schwarzen grünen Insekt-Kreaturen-Spielstein. Erzeuge einen schwarzen grünen Insektkreaturenspielstand, dann ermüllst du eine Karte. Falls auf diese Weise eine Insektkarte gemeldet wurde, lege eine Loyalitätsmarke auf Grist und wiederhole diesen Vorgang. Das ne? passiert natürlich in einem Insektendeck schon wahrscheinlich. Das ist auch ein cooler Commander jetzt hier für so die Insekten. Ja. Minus 2, du kannst eine Kreatur opfern. Wenn du dies tust, zerstöre eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl. Das ist auch sehr gut. Ne? Und minus 5, jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof. Die du ja auch millst. Ja, Grist ist ein richtig cooler Planeswalker. Ja. Also ich mag den auch. Ja. Hm? Sieht auch cool aus. Stimmt. So. Und dann habe ich jetzt nochmal, ist jetzt hier Blacks lästige Plage mitgebracht. Ist jetzt kein Insekt, aber einfach hier nochmal eine tolle Supportkarte für 3 Mana. Ja. 3-2-Kreatur, andere Schädlinge, Fledermäuse, Insekten, Ophis und Spinnen, die du kontrollierst, alten +1/+1. Und wenn er stirbt, erhältst du 4 Lebenspunkte dazu. Ist halt einfach ein toller. Ja, so viele Karten, die Insekten +1/+1 geben, hast du halt nicht. Ja, also halt Blacks hier beispielsweise. Ne? Ja, Blacks ist toll. Und auf der Rückseite hättest du theoretisch auch noch die Suche nach Blacks. Für hier kann man immer wählen, was man spielen will, die Vorder- oder die Rückseite. Ne? Aber ich glaube, du spielst hier eher Blacks. Ja. So, für 2 beliebige und 2 schwarze, eine Hexerei, schau dir, du hast 5 Karten in deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine beliebige Anzahl, du kannst eine beliebige Anzahl davon auf deine Hand nehmen und den Rest auf deinen Friedhof legen. Für jede Karte, die auf diese Weise auf deine Hand, die du auf diese Weise auf deine Hand nimmst, verlierst du 3 Lebenspunkte. Ja, aber Schwarz, wie gesagt, zählt ja auch für Lebenspunkte. Mit Lebenspunkten für Karten ziehen. So, dann zoom mal raus und ich mach mal hier einmal wieder den Styler. Aber gucken, wie viele Karten sind's? Boah, 32, glaube ich. 32. Dann gucken wir erstmal, dass wir 4 hier untereinander bekommen. Ob das passt? Ja, das natürlich. Passt ja perfekt. Immer. Boah, super. So, und dann können wir mal wieder gucken, was soll denn da dein Herzblatt sein? Was gefällt dir denn am besten? Ne, eine geht noch. So. Ja, so waren ja viele schöne dabei. Ja. Ich kann sowas nie, aber ne? Ich finde, darfst nicht immer so negativ sein. Musst du mal sagen, nicht ich kann das nicht, sondern ich kann das. Ich kann mich ich kann mich nie für einen entscheiden. Aha. Ja, dann musst du dir sagen, nee, ich muss lernen, mich für einen entscheiden. Muss das Denken immer ins Positive gehen. Hier haben wir doch hier Speaker-Tipps für euch, ganz umsonst hier auf dem NTG-Kanal. Also niemals Negativgedanken, sondern immer ins Positive drehen. Ja, dann schafft ihr das auch. So, okay, was soll dein Herzblatt sein? Ich leg schon mal los. Ja, sonst Christ oder die Brutmotte. Okay, gut. Dadurch, dass du die Brutmotte schon gewählt hast, die finde ich halt auch sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch super, aber der Schildkäfer. Ich bin beim Schildkäferschwarm, weil ich habe den schon in Aktion gesehen, der ist so krass. Ne? Der ist so krass. Und tatsächlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich bei der Hornissenkönigin, die ist einfach auch cool. Ne? Die ist halt einfach nicht so stark, aber Todesberührung im Spiel hat jeder Schiss vor. Ja, das ist einfach dieses, oder dann wird man auch durchgelassen und sonst irgendwas. Das kann man einfach, Todesberührung ist halt einfach, haben wir euch übrigens auch schon mal vorgestellt, die besten Karten mit Todesberührung ist richtig. Einfach auch richtig. Ich glaube, die ist da tatsächlich auch drin. Ja, das kann auch sein, dass sich dann Karten durchaus mal wiederholen, weil die in verschiedene Kategorien passen. Ja, ne? Aber das ist cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Insektendeck fetzt. Ne? Also ist dann praktisch und, so. Das kannst du schon so zusammenmischen, zack, 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 noch und, ein bisschen Ramp rein, noch ein paar Removals und dann passt das. Die ganzen Decks, die immer um einen Tribe gehen, kann man ja theoretisch auch immer noch pumpen mit einem Wandelwicht-Thema. Ne? Also wir haben euch auch schon mal die besten Wandelwichte vorgestellt. Das sind ja theoretisch auch alles Insekten. Ja, jetzt ist aber ein bisschen zu much, ne? Ja, aber da habt ihr auch noch ein paar coole Karten. Ja. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Du kannst die Insekten auch ausrüsten mit den besten Ausrüstungen, die wir auch schon vorgestellt haben. Du kannst noch Artefakte ins Deck packen mit den besten Artefakten, die wir euch vorgestellt haben.
Wir haben euch auch schon die besten Länder vorgestellt. Am besten schaut ihr nochmal in die besten Folgen der besten. So. Wir haben auch eine Übersicht gegeben, zu, glaube ich, Folge 70 oder 75 oder so. Aber jetzt sind wir raus und tatsächlich fand ich Insekten noch richtig cool. Ja, es gibt mittlerweile doch schon einige sehr starke Insekten. Das ist das Lustige, weil es einfach so unglaublich viele Magic-Karten gibt mittlerweile. Ne? Okay, gut. Ich hoffe, wir haben euch entertained, haben euch hier gut unterhalten, gute Deckbau-Ideen mal wieder abgeliefert hier. Ne? Danke natürlich irgendwie für das viele Lob, was wir bekommen. Und deswegen nochmal der Aufruf, also schreibt hier eure Wünsche in die Kommentare. Wir lesen mit. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Unterstützt uns damit. Und nehmt euch gerade, wenn ihr neu bei Magic seid, einfach natürlich mal die Zeit, mal durch den Kanal durchzusurfen. Wir haben ja diverse Playlists, wo ihr alles Mögliche findet, von News, von Unboxings, Deckbau-Videos, Spielvideos, die besten und so weiter und so fort. Magic ist ein cooles Hobby. Ja. Macht immer wieder Spaß. Also ich muss sagen, ich bin auch schon jetzt mal gespannt. Die Folge war cool. Bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir raus. Summ.